R mit über 205 PS circa. Mit Öl ins Feder, Fahrwerk vorne und hinten. Pirelli, super Bike-Reifen. Hier auf der Rennstrecke in Zolder, 4000 Meter lang. Okay. Gerade nur im fünften Gang, dritter Gang, kurzes Rausbeschleunigen, vierten Gang, gleich wieder runter in den dritten. Hier in diese Rechtskurve, der man im Trockenen möglichst viel Schwung mitnehmen muss. Vierter, fünfter Gang, die schnelle Passage der Strecke. Möglichst gut diese Kurve reinfahren. Zurück in den dritten und hier innen über die Kurve. Kurzes Durchschalten auf den fünften Gang über die Kuppe, Gas wegnehmen, sonst übersteckt sein. Und hier wird es wieder leicht nass und rutschig. Drei Gänge runter in den zweiten. Innen über die Kurve wieder. Aufpassen, ist nass, ist sehr rutschig. Oh, diese rechts, dritter Gang. Vierter Gang in die nächste rechts, fünfter Gang, der Untertourig hat sich lassen. Durchgeschleunigt über die Kuppe, in den sechsten Gang, wo es leicht billiger ist. Hier gibt es dann noch zu viele Überholmanövern, zweite Gangkurve. Zinschikane, wieder zweiter Gang. So, das war sie schon, unsere eine einzige, kürzige.